Herzlich willkommen bei The Long Dark. So. Hier sind wir wieder stecken. Das ist doch wieder perfekt zum Feuer machen hier. Werden wir jetzt auch mal tun. Und zwar genau hier. So. Werden wir mal machen. So, 33 Minuten. Nee, es dauert zu lang. Das da ja. So. Der Brennstoff. So, eine Stunde, jawohl. Reicht auch. Machen wir Garen. Kaffee. Ach. Mensch. Ich wollte gar nicht schießen. Oh Mann. Suche die Vermissten. Genau, lege Vorräte in den Vorratsschrank der Zentrumsküche. Genau. Nahender Sturm heißt die Mission. Na dann. So, jetzt gucken wir mal. Verstauchungsrisiko haben wir hier schon wieder. Mein Gott. Warte mal, ich habe doch hier... Ja, toll. Ich glaube, es hat nichts gebracht. Oh, das schon, der kommt jetzt. Okay. Dann können wir jetzt noch was essen. Happy, happy machen. Nehmen wir lieber das, wo am meisten Kilogramm steht. Gott. Das nehmen wir wieder mit. Wunderbar. Und dann geht's hier weiter, hoch. Okay, weiterlaufen. Wir sind aufgewärmt. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir ankommen. Und komm bloß da hoch jetzt. Weil ich habe keinen Verband mehr. Oh, da vorne sehe ich einen Wolf. Wo muss ich hin? Da lange, ja. Da hinten läuft der Wolf rum. Da gehen wir mal außen rum, ganz außen. Damit er uns nicht sieht. Ich glaube, wir haben Glück. Das könnte... Könnte sogar klappen. Ah, hat sogar geklappt. Bleib bloß da hinten, ey. Ich warne dich. So. Ah, bitte nicht. Oh. Okay.
Jetzt kann man hier hinten weiterlaufen. Hat auch geklappt. Ja, da muss man aufpassen, ne? Da muss man aufpassen. Eine falsche Bewegung und schon war's das. So, jetzt sind wir da vorne über die Brücke. Was ist denn das da für ein Vieh? Was ist das da? Ist das ein Reh oder was? Keine Ahnung. Das Gewehr möchte ich jetzt nicht so oft einsetzen. Weil nicht, dass es dann keine Wirkung hat. Okay. Hier ist ein Dach. Hm? Warum ist da ein Dach? Ist hier irgendwas? Oh. Oh, guck mal. Ach Gott. Oh, Revolverpatrone, sehr gut. Und ein Verband. Geil. Hat dann schon mal eins geschenkt hier. Das ist nett. Habe ich gleich gesehen. So. Dann laufen wir hier weiter. Da haben wir eine Patrone geschenkt bekommen noch. Ja, wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Man weiß ja nie. So, hier ist die Brücke. Die lang ersehnte. Und dann müssen wir... da lang irgendwie. Genau. Ach, das ist ein Hirsch. Okay, gut. Dachte schon. Irgendwas anderes. Ja, wie komme ich denn jetzt dahin? Wie komme ich denn da hinten rum? Nee, ich muss zurück. Ich muss zurück. Ich muss auf dem Weg bleiben. Ich komme da sonst nicht hin. Ich muss auf dem Weg laufen. Das geht gar nicht anders. Ich muss da hinten über die Brücke. Naja, das werden wir auch noch schaffen. Wir werden schon ankommen, bis es hier hell ist. Dunkel, nicht hell. Müssen wir ja. Vielleicht ist das der richtige Weg dann. Auf jeden Fall müssen wir hier außen rumlaufen. Weil wir müssen auf dem Weg laufen. Weil sonst klappt das nicht. Genau. Na dann. Machen wir das doch. Laufen wir hier mal hoch. Müssen auf jeden Fall gucken, wo der Weg ist. Und es schneit. Wie Weihnachten. So, lass mal kurz gucken. Ob das hier zweite. Nee, ich muss hier lang. Ah, da hinten den Weg, oder? Okay, und der Kühlungsrisiko ist geheilt. Wie geht das denn?
Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich laufe nur rum. Naja, dann können wir ja, wenn wir dort waren, dann da hinten rum dann dahin gehen. Genau. So machen wir das. Dann wollen wir schon alles machen. Nicht nur die Hälfte. Okay, hier geht es jetzt nicht weiter. Doch, da hoch, oder? Muss ich hier lang? Glaub schon. Wir versuchen es mal. Wenn nicht, gehen wir wieder runter. Wenn es nicht geht. Probieren können wir ja mal. Oh, ob das gut geht? Nee. Hä? Oh nein. Jetzt kommt der Arsch doch wieder daher. Ja, komm halt her. Heul nicht rum. Mein Gott. Nerv mich nicht. Oh, schnell. Schnell. Ach, der kommt gar nicht hoch. Geil. Doch, der kommt hoch. Oh oh. Schick dich doch mal! Ja, toll. Okay. Gotta stop that blood loss. Das war's jetzt wieder, ne? So. Ich glaube, ich brauche das andere Teil. Das ist nicht gut. Lieber das Teil nehmen. Muss da irgendwie? Jetzt kommt er wieder. Ich werd verrückt. Ist das mal bitte irgendwo dieser blöde Weg? Kann aber nicht wahr sein. Dahinter, oder? Oder wie? Oder was? Oder wo? Da ist auch wieder so ein Felsen. Das ist doch blöd. Das Wolfssymbol ist immer noch da oben. Da unten. Ist immer noch nicht weg. Weiß nicht warum. Scheint, kommt da noch was oder? Oder das war's. Ja, toll. Wie komme ich jetzt da runter? Oh.
das ein Witz sein? Oh Gott. Darf ich einmal außen rumlaufen? Mensch. Ja, jetzt kommt er wieder. Da ist er. Huh? Jetzt ist er weg. Hoffentlich. So, jetzt sind wir endlich auf dem Weg hier. Mein Gott. Kann ja wohl hier was sein. Hau ab. Ja, da hilft die Kleine nicht. Die kleine Pistole da. Die bringt überhaupt nichts. Und das Leuchtteil brauchen wir auch selber. Damit wir die Leute finden. Bringt uns auch nicht viel. Wir müssen mit dem hier auskommen. Das hilft alles nichts. Okay. Wir laufen jetzt einfach mal weiter hier. Einfach mal den Weg entlang. Jetzt sind wir auf jeden Fall richtig. Schau mal. Jetzt kommen wir dorthin, wo wir hinwollen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Munition, weil sonst packen wir es nicht. Sonst geht das Ganze nicht gut. So, was haben wir hier? Hier sind noch eine Menge Stecken schon wieder. Vielleicht hier mal Feuer machen. Kurz, damit wir uns mal aufwärmen. Ja, so machen wir es auch. So machen wir das. Den nehmen wir auch noch mit. So. Machen wir es doch mal hier hinten gleich. Ja. Machen wir es mit dem. Hauptsache, wir haben irgendwas. So. Sehr schön. Dann garen wir mal was. Und das da. Sehr gut. Können wir schon mal aufladen? Naja, ein bisschen habe ich ja noch. Wir werden schon noch hinkommen hier. Bis dahin. Kirchenartefakt hier.
Bin mal gespannt, ob das gut läuft. So. Dann nehmen wir das wieder mit. Dann essen wir mal was. Machen wir uns wieder ein bisschen leerer. Sehr schön. Wunderbar. So ist doch perfekt. Vorratsbunker ist da oben. Aber da waren wir ja schon. Da müssen wir nicht mehr hin. Jetzt können wir hier mal ein bisschen warten noch. Eine Stunde. So. Genau. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir es an. So langsam. So. Unterkühlung ist weg. Sehr schön. So, nehmen wir mal eine Fackel. Und los geht's. Dann laufen wir weiter hin. Jetzt sind wir sogar noch schneller. Huhuhu. Guck mal, wie weit wir jetzt kommen. Wie weit uns die Fackel bringt. Fehlt was in der Kühlung jetzt weg. So. Okay. Da müsste jetzt gleich die Brücke kommen. Und da ist er auch schon. Haben wir sie ja doch gefunden. Und speichert. Sehr schön. Das ist doch toll. Ach, da vorne ist ein Haus, guck mal. Vielleicht können wir da reingehen. Das können wir aber nicht, oder? Gleich hingehen hier. Das können wir wegtun. Nehmen wir mal wieder das Große. Falls wieder irgendwas passiert hier. Gehen wir mal hier rein, wenn es geht. Wird sowieso nicht gehen. Ist ja immer so, wenn ich wohin gehe. Aber da steht noch nichts. Wenn wir da drin waren, gehen wir hier weiter. Okay. B. Eine Bügelsäge. Geil. Eine Bügelsäge. Ja, sowas. So noch was? Nö. Jetzt kann man nicht reingehen, oder? Oh doch, kann man. Okay, ich nehme alles zurück. Ein neuer Ort. Geil. Cool. T-Shirt, das können wir auseinandernehmen. Da haben wir wieder Stoff. Da ist nichts drin. Okay, warte mal. Dann machen wir mal das. Das T-Shirt können wir mal zerlegen. Genau. So.
Ja, kann man sich reparieren oder was? Doch, das können wir machen. Machen wir das da. Den Schal. Na, immerhin. So, was haben wir hier? Geschichte, guck mal. Geil. Geschichte, Geschichte, Geschichte. Eine Zeitungspapier. Stoff. Stoff brauchen wir natürlich. Jawohl. Cool, was da? Gewehrpatrone, ja, geil. Wenn man schon davon spricht, kommt das alles, ne? So, was haben wir hier? Schweinefleisch mit Bohnen. Und eine Magnesiumfackel, die nehmen wir auch mit. Oh, eine Gipfelbrause. Geil. Geschichte des idyllischen Tals, Teil 2. Die 1919 gegründete Stadt Thompsons Weg... Die 1919 gegründete Stadt Thompsons Wegekreuz ist die einzige nennenswerte Gemeinde im idyllischen Tal. Ihre Geschichte ist eng mit der Landwirtschaft und dem Bergbau verwoben, weshalb sie den Aufstieg und Niedergang der Industrie auf Großer Bär auf ganz eigener Weise miterlebte. Als die seismische Aktivität zu immer mehr Instabilität führte, erwies sich die Arbeit in den nahegelegenen Minen als zu gefährlich und wurde eingestellt. Hinzu kamen Aktivisten, die verhinderten, dass neue Industriezweige im idyllischen Tal Fuß fassen konnten, sodass der Niedergang von Thompsons Wegekreuz nicht mehr aufzuhalten war. So. So schaut's aus. Okay. Gut. Dann haben wir das auch. Ja, dann würde ich mal sagen. Oh, da unten ist noch so eine Kiste. Leer. Ja. Sonst sieht's mal da, ne? Ja. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann gehen wir hier schlafen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.